Und da ist es plötzlich schon wieder Sonntag geworden. Travel Slam, Between the Shows, es ist Bonuszeit. Die liebe Svenja ist immer noch schon wieder, saß jetzt Freitag, Samstag, 3 Tage lang Ja, man in hat ja nichts einem zu tun. dunklen Keller, hat nichts zu tun. Hat ein bisschen das an der Landkarte da hinten rumgemalt und jetzt ist Nordamerika auch blau-grün. Das ist schön, liebes Sven, schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, mit uns noch ein bisschen weiter zu plaudern. Ich hatte es am Donnerstag ja auch schon gesagt und werde nicht müde, es zu erwähnen. Normalerweise darf nur der Gewinner einen Bonusvortrag halten bei uns beim Travel Slam. Und in diesen für uns alle schwierigen Zeiten sind wir alle Gewinner und möchten natürlich deshalb auch deinen, euren Bonus hören, den ihr damals leider nicht vortragen durftet. Und du hattest schon ein bisschen angekündigt. Tierbabys kommen immer sehr gut an. Crime geht natürlich auch immer, das zieht. Und wir freuen uns ganz am Ende natürlich auch noch über deine halsbrecherische Geschichte, wie ihr, wie gesagt, vom Kreuzfahrtschiff an den Flughafen in Lissabon gekommen seid. Geht's dir denn gut, nachdem ich jetzt so viel geredet habe? Mir geht's gut. Ja, ich rede ja auch immer viel. Ja, ich musste die Gelegenheit nutzen, wo ich du kann. gerade nichts sagst, einfach um mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, genau. Ist ja Ja. nicht so leicht. Ja, doch. Mir geht's seit Donnerstag immer noch gut, ja. Ja, das freut mich sehr. Und ihr seid gesund da bei euch in Dortmund im Keller und das ist, dann Ja, ist wir sind ja sogar getestet, ne? nachdem ihr da auf dem Schiff, nachdem der Portugiese da positiv war, oder was? Ja, nee, Oder also hier in generell, weil Dortmund. ihr aus dem Ausland kamt. Weil wir aus dem Ausland kamen. Okay. Ja, also der Peter ist getestet, ich nicht. Gibt nur einen Test pro Haushalt. Aber Ja, wenn er positiv gewesen wäre, hätte man dich auch als positiv gezählt, glaube ich, ne? genau. Ja, also von uns geht keine Gefahr aus. Gut, das ist ja virenmäßig bei so Computern, die sind ja völlig Ja, virenfrei. weiß man nicht. Ich habe schon viele Verschwörungstheorien gehört. Lass uns nicht über Verschwörungstheorien. Da Nein, können nein. wir, ich glaube, eine schöne Idee wäre, wenn dieses ganze Schlamassel vorbei ist, dass man einen Verschwörungstheorien-Slam veranstaltet mit den drei Ich tollsten weiß nicht. Verschwörungen. Ich glaube, ich hatte für mein Leben genug. Ja, Also aber einfach mal sich so in ein den bisschen letzten drüber Tagen. lustig machen oder so. Keine Ahnung. Ich denke da mal drüber nach. Lass uns Mach über Tierbabys in Mexiko sprechen. Ja, Das ist schöner genau. als Verschwörungstheorien. Das stimmt. So, ich muss mal eben hier meinen Bildschirm freigeben. Sieht man schon was? Nein, da. Moment, ich mache wieder zwei Kreuzchen. Wir Ja, können auch dabei hier man irgendwas sieht schon was. oder Ich so. höre dich auch. Ja, ist okay. Ja? Kannst du so ein Trinkspiel rausmachen? Boah, ich wäre so besoffen nach der Zeit. Aber Moment, ja. Gut, reden wir über was anderes. Mexiko. Genau, Mexiko. Also wir haben jetzt gerade unser Auto wieder ins Laufen bekommen. Hier auf dem Bild ist es sogar ausnahmsweise mal frisch gewaschen und strahlt. Und sind jetzt über die Grenze nach Mexiko gefahren. Und wir haben ja vorher sehr viel Schlimmes über Mexiko gehört. Also gerade die Amerikaner haben da doch einige Horror-Stories auf Lager. Witzigerweise sogar oftmals die Amerikaner, die ursprünglich Mexikaner sind und ausgewandert, die haben die allerbösesten Geschichten. Und ja, tatsächlich ist es so, dass eigentlich in den ersten Wochen wir nicht allzu viel davon gemerkt haben. Also dieses Schild zum Beispiel ist noch aus Texas. Und wenn man da die Einschusslöcher sieht, dann fragt man sich schon, mit welchem Recht die Leute da so über Mexiko herziehen oder Panik streuen. Denn tatsächlich war eigentlich unser größter Feind in Mexiko diese Dinger. Die nennt man Topis. Steht hier auch, ich weiß nicht, ob das jetzt für alle hier Ja, wie ich im glaube, Bild ist. wir beide jetzt gerade davor. Okay. Ja, da ist so ein Schild eigentlich, das Ja. sieht man jetzt nicht. Genau. Und diese Dinger, man kennt das ja so ähnlich auch hier in Deutschland von Spielstraßen und 30er-Zonen, die sind in Mexiko tatsächlich überall montiert und gerne auch auf Straßen, so wo man 80 oder 100 fahren darf. Das ist mal ganz, hier ist es ja auch netterweise sogar noch so markiert, dass man das so einigermaßen vorher sehen kann. Aber ja, insbesondere Peter hat da irgendwie so eine Art, weiß nicht, so eine 3D-Schwäche oder so. Also das macht nur bedingt viel Spaß, da mit 80 so richtig schön drüber zu brettern. Die sind auch manchmal noch gerne doppelt so hoch, je nachdem, wer das gerade gebaut hat. Aber tatsächlich konnten wir bis dahin eigentlich ansonsten nicht allzu viel Böses an Mexiko finden. Ganz im Gegenteil, wir hatten da wirklich eine super, super schöne Zeit. Das ist so eins meiner Highlights und ich weiß wirklich noch genau, dass ich, als wir da waren, gedacht habe, boah, das ist
einer der schönsten Orte, wo ich je gewesen bin. Das kommt definitiv in die Top 10. Das sind die Grutas de Tolantongo in der Nähe von Mexico City. Und ja, sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie in so einem Freizeitpark-Schwimmbad, wenn man so, irgendwie so ins Aqualand geht mit tropischem Thema. Und es ist auch insofern quasi vielleicht ein Freizeitbad, dass man Eintritt zahlen muss und da auch übernachten kann. Aber bis auf diese Pools, die man da rechts sieht, ist da eigentlich nicht. Die sind doch nicht natürlich, oder? Nee, die sind natürlich schon künstlich angelegt, aber es ist das Wasser von diesem Fluss, den man auf der linken Seite sieht. Und der ist tatsächlich so türkis. Also es ist jetzt nicht irgendwie krass nachbearbeitet oder so. Das Wasser sieht wirklich so aus. Das ist einfach wunderschön. Und man hat da oben diese Grotten, wo der Peter gerade reinläuft. Da geht dann so ein Tunnel durch. Also da braucht man dann auch eine Taschenlampe. Es ist wirklich stockfinster und der ist irgendwie, ich glaube, 30 Meter oder so waren das. Und man klettert durch so eine Höhle durch und dann gab es nochmal so eine andere Grotte. Da war es ein bisschen schwierig, Fotos zu machen. Aber da ist dann so ein Zimmer und wenn man irgendwo so an der Wand sich entlang tastet, findet man plötzlich so einen Gang in so eine Nebenhöhle, wie so ein zweites Zimmer. Das ist wirklich richtig krass gewesen. Also es war wie so ein Freizeitbad, Tropical Island in echt. Also einfach wunderschön. Ja, und auch ansonsten generell waren wir von Mexiko wirklich sehr begeistert. Also so eine Mischung aus total tollen Kolonialstädten überall, Wasserfälle ohne Ende, klar, Strände sowieso total toll, aber auch einfach zwischendurch irgendwie so ja, Naturphänomene, wie dieses, was man da jetzt rechts in der Mitte sieht, Yewe El Agua heißt das. Das Wasser ist leider nicht ganz so erfrischend warm, wie man das auf dem Foto vielleicht vermuten mag. eher so für ein schnelles Bild, aber einfach wirklich sehr, sehr schön. Ja, und wir sind dann auch irgendwann an die Küste weitergekommen und ich habe ja versprochen, dass ich von kleinen, süßen Babys erziele. Und da sind sie. Na, endlich. Ja. Schildkrötenbabys. Ja, ein Stück Wasser trinken. Entschuldigung. Genau, die Schildkrötenbabys. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was machen die Schildkrötenbabys da bei uns in so einer Schale in der Hand? Das sieht natürlich im ersten Moment irgendwie nicht ganz so tierfreundlich aus. Aber es ist tatsächlich so, in Mexiko ist es leider immer noch so, dass Schildkröten als Delikatesse gelten. Also die werden wirklich gegessen. Insbesondere auch die Schildkröten-Eier sind irgendwie nochmal eine ganz besondere Feinkost. Und dementsprechend ist es ja so, dass die Schildkröten eigentlich nachts an den Strand kommen und so ein Loch buddeln und da dann ihre Eier legen. Und dann bleiben die da so und so viele Tage drin. Und anhand der Temperatur übrigens bestimmt es sich dann, ob da ein Männchen oder Weibchen rauskommt, was auch nochmal so ein Problem ist, weil dadurch, dass es ja immer wärmer wird, gibt es viel mehr Weibchen, weil bei ein paar Grad mehr halt einfach mehr Weibchen dabei rumkommen, was natürlich auf Dauer ein gewisses Problem darstellt. Ja. Und, ja klar, haben natürlich die Schildkröten so oder so gewisse Feinde, Krokodile oder was weiß ich was für Tiere, die dann nachts kommen und das ausgraben. Das gehört natürlich auch viele Dinge dazu. Aber unnötigerweise haben sie eben auch noch den menschlichen Feind. Und damit das ein bisschen minimiert wird, gibt es ja diese Organisation, Vive Mar heißt diese jetzt hier zum Beispiel, die auch die Schildkröteneier ausgräbt, aber mit dem Zweck, um sie an anderer Stelle wieder einzugraben, wo sie dann bewacht werden können. Und irgendwann schlüpfen die dann und werden dann quasi noch ein paar Stunden in irgendeinem Eimer drin behalten, um das Ganze so ein bisschen für Touristen spaßiger zu machen. Aber nicht einfach nur, damit die Touristen Spaß haben, sondern auch, damit einfach eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema kommt, die Leute darüber was erfahren. Und natürlich, wenn man einmal so eine Schildkröte in der Hand hat, ist man vielleicht danach auch ein bisschen achtsamer. Und dann geht irgendwann, kann man mit seiner kleinen Schale, mit der Schildkröte dann ans Meer gehen. Das ist dann wirklich super, super süß. Und da ist dann tatsächlich die nächste Gefahr. Also man sieht wirklich dann so, wie diese natürliche Selektion stattfindet. Da kommen dann die ersten Möwen. Und ja, das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ja. Ja, also alle sind dann wirklich immer, versuchen irgendwie so die gegen diese Möwen da Stimmung zu machen, dass die abhauen, weil natürlich jeder möchte, dass seine Schildkröte ins Wasser kommt. Peters ist tatsächlich ins Wasser gekommen, meine glaube ich auch, aber sie war, hat jetzt nicht so den allergrößten Kampfpreis gereicht. Ich glaube, das wird im Wasser nochmal eine Herausforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es geschafft hat. Ich weiß, aber ich glaube, wenn die erstmal drin sind, ist es schon nicht mehr ganz so schlimm, oder? Insgesamt ist davon auszugehen, dass 2% überleben werden oder also selber mal irgendwann ins Erwachsenenalter kommen und Babys kriegen.
Das sind natürlich einmal eben durch diese erste Hürde, die ist genommen, klar. Aber im Wasser sind natürlich auch viele Gefahren. Einmal wieder die natürlichen, andere, die sie fressen. Aber ein Riesenproblem bei den Schildkröten ist Plastik, weil gerade diese ganzen Plastiktüten, die man jetzt zum Beispiel im Supermarkt bekommt, und in Mexiko ist es tatsächlich auch leider noch sehr, sehr, sehr viel und wenig Bewusstsein für das Thema, die verwechseln das mit Quallen, die sie fressen. Das Plastik und trinken dann halt, also sterben daran. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Ja. Aber ich habe hier auch, ich habe es versucht, ich weiß nicht, ob es wirklich läuft. Hier sieht man das auch nochmal. Eine Schildkröte ins Wasser läuft. Hört man das auch? Nö, aber hat sie was dabei gesagt, oder? Nee, noch nicht. Ja. Also auf jeden Fall. Einfach das Wellenrauschen dabei. Das Wellenrauschen, genau, das muss man sich jetzt vorstellen. Ja. Muss man ja momentan eh. Genau, das ist es mit den Schildkröten, wie ich finde, sehr, sehr, sehr süß. Ist dein Herz aufgegangen für den Schildkröten? Ja, ich bin fast gerührt. Das freut mich. Dann geht es auch spannender weiter mit Crime, wie versprochen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ja, dass wir uns vorher auch immer wieder irgendwie zwangsweise in Gespräch mit anderen Leuten, so mit dem Thema Gefahr in Mexiko. Ich sehe übrigens jetzt gerade deinen, du bist nicht im Volk. Ah, ja, stimmt. Man muss so ein Ding jetzt hier wieder drücken, ne? So? Yes. War das der Einwand? Ja, danke. Genau, das Thema Gefahr in Mexiko, womit wir uns zwangsläufig irgendwie beschäftigen mussten. Ob es wirklich alles so dramatisch ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass irgendwie so Serien so wie Narcos Mexiko und so da nochmal so einiges zum Image beigetragen haben. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, tatsächlich war es nicht so, aber wir haben uns natürlich vorher halt auch ein Stückchen weit vorbereitet. Also man sieht hier so ganz leicht, nicht so richtig gut, in Gelb unsere Route eingezeichnet. Wir hatten leider nur einen gelben Textmarker. Und der Peter hat quasi keine Kosten und Mühen gescheut und sich diese Landkarte mit den Informationen vom Auswärtigen Amt abgeglichen. Und alles, was man sieht, was jetzt hier mit so einem schwarzen Kugelschreiber ausstraffiert ist, das sind die Gebiete, von denen abgeraten wird. Also es ist eigentlich quasi jede Grenzstadt, ja, und dann nochmal so ein paar andere größere Gebiete. Ja. Und da haben wir uns dann halt eben auch überlegt, dass wir die dann lieber meiden wollen. Und ja, das hat auch eigentlich soweit alles ganz gut geklappt und tatsächlich ist uns ja auch nie was passiert, also ganz im Gegenteil, wir hatten auch nie Probleme mit der Polizei, da wurden wir auch immer sehr stark vorgewarnt vor der ach so korrupten Polizei und wie viele hunderte Euro wir da an Schmiergeldern verlieren werden, wir haben keinen Cent verloren, die waren immer sehr freundlich zu uns. Aber tatsächlich sind wir irgendwann da ganz unten, wo der Fall ja auch diskret darauf hinweist, in dem Gebiet abpasst. Was ein bisschen berühmt-berüchtigt ist und insbesondere die Route 199, die von der Stadt San Cristobal de las Casas nach Palenque führt. Und ja, das Problem an dieser Straße ist im Prinzip, wenn man da mal googelt, findet man so den ein oder anderen Überfall, der da in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Also von geköpften Fahrradfahrern bis zu ja, ermordeten Motorradfahrern, überfallene Busse, denen quasi nur das Portemonnaie und andere Wertsachen geklaut wurden. Ja, und jetzt war natürlich die Frage, was machen wir, weil dazwischen sind halt auch Wasserfälle, die wir uns eigentlich wirklich gerne anschauen würden, weil die sehr toll sein sollen. Es gäbe noch die Möglichkeit, hier so ein kleines U entlang an der guatemaltekischen Grenze zu fahren, wobei klein auch relativ ist, weil das doch mal ein ganz großer ja, Umweg gewesen wäre. Wir haben uns da wirklich lange Gedanken drüber gemacht, was wir denn jetzt machen sollen, haben auch alle möglichen Leute getroffen, haben gefragt, was macht ihr, wo kommt ihr her, wo fahrt ihr hin? Und eigentlich sind alle immer dieses U gefahren und haben uns da sehr von abgeraten, die Strecke zu nehmen. Bis irgendwann zwei Mexikaner, also eine Familie im Prinzip, dachten, nee, wir sind da gestern hergefahren, wir kamen aus der Richtung, alles super, es gibt ein paar Straßensperren, da müsst ihr einmal was bezahlen und ein bisschen aufpassen und so, aber das geht. Ist es ja aus Mexiko gewohnt, ständig für schlechte Straßen zahlen zu müssen. Und ja, wir haben uns dann einen ganz besonderen Sicherheitsmechanismus ausgedacht. Und zwar hatten wir ein amerikanisches Auto mit einem sehr auffälligen amerikanischen Nummernschild und haben dann im Endeffekt doch entschieden, dass wir die Straße nehmen, dass wir besonders vorsichtig sind. Aber weil die Amerikaner ja jetzt in Mexiko auch nicht unbedingt so das beliebte Volk sind, haben wir unsere Nummernschilder abgeschraubt. Und um so ein bisschen wenigstens, also wir haben uns gedacht, wir wurden halt häufiger
am Straßenrand haben wir das gemerkt, dass Leute den Arm heben, wenn wir kommen, weil die denken, wir wären so ein kleiner Omnibus, wo sie mitfahren können, also so ein kleiner Minibus halt, weil die tatsächlich oft auch so ein ähnliches Modell sind. Und ja, wir haben dann halt unsere Nummernschilder abgeschraubt und gedacht, ja, dann denken die im Zweifel, wir wären vielleicht ein Bus oder so. Und ja, ich habe keine Ahnung, was sie gedacht haben, aber auf jeden Fall leben wir ja noch. Und es ist tatsächlich so, wir sind dann relativ mit einem komischen Gefühl losgefahren und hatten schon auch ein bisschen Schiss, weil wir auch ab und zu in den Bergen immer mal wieder Probleme nochmal mit dem Getriebe hatten, dass es plötzlich dann keine Lust mehr hatte. Und wir dachten, ja Mist, wenn das jetzt im falschen Moment passiert, ist es vielleicht nicht so witzig. Haben auch so ein bisschen unsere Wertsachen versteckt und nur so ein paar Sachen, die man abgeben kann, von gelassen. Und tatsächlich waren wir dann irgendwann unterwegs. Ich habe davon jetzt mal keine Fotos gemacht. Und irgendwann wurde der Verkehr halt langsamer und Peter meinte, nee, das ist eine Baustelle, weil die jetzt alle sich so staunen. Aber wenn man näher kam, sah man dann wirklich so bestimmt 100 Leute da stehen, so am Straßenrand und alle so sehr dunkle Gestalten. Und im ersten Moment dachte ich, echt, oh scheiße, ich habe ein Maschinengewehr dabei oder ich weiß, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Man hat dann, wenn man näher reingefahren ist, gesehen, das waren eigentlich alles nur so schwarz angemalte Stöcke, die an so einem Band gemacht haben, dass es aussieht wie ein Gewehr. Und, aber kann man sich ja auch mit wehtun. Und auch alle so vermummt, so Masken ins Gesicht gezogen. Und dann lag da so ein Nagelbrett auf der Straße. Und dann wollten die, also ist man immer so einzeln vorgefahren, einer nach dem anderen. Es war letztlich wie bei so einer schlechten Mautstation, ne? Mhm. Und dann hat man umgerechnet so circa 5 Euro bezahlt. Dann wurde das Nagelbrett weggezogen. Man hat noch so einen Zettel mitgekriegt, und wo so draufsteht, was quasi der Hintergrund ist. Und man muss halt sagen, es ist tatsächlich so, es ist eine sehr undurchsichtige politische Situation. Also diese Zapatisten, so nennen die sich, sind da irgendwie mit der Regierung auch nicht so ganz im Reinen. Und der eine behauptet, der andere würde irgendwie für die Überfälle und Unsicherheit in der Gegend sorgen. Die anderen sagen, nee, die Regierung hetzt die Leute auf uns und überfällt unsere Dörfer. Also sehr, sehr undurchsichtig. Ja, aber wir sind durchgekommen auch. Dieses Bett wurde nach Bezahlen weggeschoben und alles war gut. Was halt viel gefährlicher ist, fand ich nochmal, sind danach, kommen nochmal so Kinder mit Straßensperren. Also im Prinzip haben die wie so eine Art Wäscheleine mit so Fähnchen gespannt. Und das fand ich persönlich deutlich, deutlich aufregender und gefährlicher, weil tatsächlich sind das halt auch wirklich so kleine Knirpse, die kommen gar nicht über unsere Motorhaube. Also die siehst du halt auch nicht, wenn du dann irgendwann losfährst. Weil die hauen dann teilweise auch wirklich vor die Scheiben vor und wollen Geld oder Süßigkeiten, je nachdem. Und ja, natürlich, die ganzen Kleingeschwister laufen hinterher. Und tatsächlich hat man da auch Geschichten im Internet gelesen von einem, der versehentlich ein Kind überfahren hat in so einer Situation und dann an Ort und Stelle gelyncht wurde. Ja, von daher waren wir auch umso froher, als wir dann nach 4 Kinderstraßensperren tatsächlich endlich da durch waren und dann an den Wasserfällen, die wir ursprünglich angesteuert hatten, wohlbehalten angekommen sind. Genau. Wie lange ging das dann da durch irgendwie? Diese Strecke? Eigentlich nur ein paar Stunden. Also eigentlich ist die Strecke ist nicht weit. Es sind vielleicht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht 200 Kilometer oder so höchstens. Okay. Aber eben wieder in einem extrem schlechten Straßenzustand. Wir hatten irgendwie auch mal spaßeshalber mitgezählt, da waren eine 3-stellige Anzahl von diesen Topes auf der Strecke drauf und die machen das Fahren ja nicht unbedingt witziger. Ja. Aber eigentlich halb so wild. Es ist halt wirklich nur mit der Sicherheitslage. Ach so, ja, was man vielleicht zusagen muss, wir sind dann ein paar Tage später da unten, wo diese Maya sind, angekommen. Und in Palenque und hatten in der Zwischenzeit jeden, den wir getroffen haben, auch ganz stolz erzählt, was wir für coole Typen sind, dass wir da durchgefahren sind und dass es ja alles überhaupt kein Problem und super easy peasy ist, bis uns dann irgendeiner so einen Zeitungsartikel gezeigt hat. Und zwar ist genau ein Tag, bevor wir gefahren sind, nämlich gewaltsam ein Bus überfallen worden und alle ausgeraubt werden. War dann schon ein bisschen komisch. Wir haben das dann auch ein bisschen zurückgefahren mit unserer Heldenstory. Das war schon irgendwie sehr merkwürdig, so im Nachhinein zu erfahren. Ja, das war eigentlich fast zur gleichen Zeit dann doch irgendwie ein größeres Unglück passiert ist. Ja, aber das ist wie wenn ein Flugzeug abstürzt und du fliegst einen Tag danach. Ne? Also manchmal, wie man es macht, macht man es falsch im Zweifel. Ja, ja klar. Ich meine, kann ja auch untenrum passieren, wenn du die große Strecke fährst oder so. Man weiß es nicht. Bei uns war es gut. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich einem raten würde. Also, ja. Genau. Ja, wir hatten tolle Zeit noch in Mexiko. Ein paar letzte Bilder. Ich glaube, ein allerletzter Eindruck, dass auch in Mexiko das Vanlife weiterhin sehr, sehr schön war.
Und ja, das war es dann auch aus Mexiko. Aus Mexiko. Und ihr habt auch geschlafen zwischendurch. Das ist beruhigend. Ja, sehr viel sogar. Nur Autofahren und sich ausrauben lassen. Vielen lieben Dank bis hierhin. Danke dir. Und jetzt steht nur noch eine Frage offen. Wie komme ich hierher? Wie kommst du hierher, genau. Wie bist du zum Flughafen gekommen? Ja, ich habe hier noch in aller Eile, oder gab es doch noch eine Folie, von unserer Schiffsrückreise, die ja doch nicht so entspannt war wie geplant, ein paar Bilder und hoffentlich auch Videos zusammengestellt, die man wieder nicht hören wird. Und zwar haben wir uns inzwischen in Portugal eingefunden. Ich habe ja gesagt, man hat eigentlich vom Schiff aus einen sehr schönen Ausblick auf Lissabon gehabt. Also wir durften ja nicht runter. Ja, und waren ja jetzt irgendwann dann doch in dieser Empfangshalle vom Schiff, weil man uns ja gesagt hat, man hätte hier irgendwie einen Flug, auf dem wir gebucht wären, wovon wir ja nichts wussten. Und wir müssen jetzt ganz schnell packen, unsere Ausweise holen und saßen jetzt da. Und das Problem war, wir haben uns dann mit vielen Leuten irgendwie noch ausgetauscht, die auch da saßen, alle sehr nervös waren. Stimmung war auch so ein bisschen gekippt schon. Und es war bereits morgens ein Flieger nach Deutschland gegangen und ganz viele Leute, die man nachts um 3 aus dem Bett geklingelt hat, dass sie jetzt bitte schnell packen und kommen sollen, standen dann da. Und weil man ihnen gesagt hat, sie fliegen morgens mit. Und es gab aber gleichzeitig immer so Listen für die portugiesischen Behörden. Und bei doch einigen Leuten war es dann so, dass sie im Endeffekt nicht auf diesen Listen standen. Weshalb die Portugiesen dann gesagt haben, ja nö, ihr dürft auch nicht vom Schiff runter, ihr könnt den Flug nicht nehmen. Und das ist nicht nur einmal passiert. Und dementsprechend war dann die Stimmung schon geht so, als es dann irgendwann für uns weiterging am Nachmittag. Und tatsächlich fing es dann auch wieder so an. Wir standen dann da bei dieser Ausreisestelle, oder also wo man halt vom Bord geht. Und die ersten Leute gaben ihre Pässe ab und so, nein, du bist nicht auf der Liste. Nächste gibt den Pass ab, nein, du bist wieder nicht auf der Liste. Und es waren teilweise natürlich die gleichen von morgens. Das heißt, die Stimmung wurde wieder immer schlechter. Und dann haben wir unsere Pässe abgegeben. Und tatsächlich, ich habe keine Ahnung, warum standen wir auf dieser blöden Liste drauf. So schnell es geht runter, dann wird es nochmal kontrolliert. Wir standen immer noch auf der Liste drauf und durften dann in einen Bus steigen. Der stand da schon direkt bereit und hatten aber auch nochmal die Anweisung bekommen, dass wir uns nicht ans Fenster setzen sollen, sondern jeder einzeln an den Gang aus Sicherheitsgründen. Keine Ahnung, verstehe, vielleicht kann ich auch. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich bin ja jetzt auch kein Virologe, vielleicht, da ist ja bestimmt eine super Maßnahme hinter. Genau, dass man nicht am Fenster sitzt. Weil man weiß ja, vielleicht hatten die auch Angst um uns, dass wir irgendwie von so bösen Leuten, die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls saßen wir dann irgendwann in diesem Bus drin, haben dann noch ein Weilchen gewartet, dass jetzt irgendwie was passiert. Wir hatten ja auch keine Tickets und nichts, haben auch unser Gepäck nicht mehr gesehen. Und irgendwann hatten wir dann offenbar so 5 Busse oder so beisammen und man sieht es hier schon so leicht. Es hat sich dann auch sehr viel Polizei um uns gebildet und wir waren ja eigentlich immer noch in diesem internationalen Hafenbereich. Und ich habe es hier versucht, heimlich zu filmen. Es wurde mal gesagt, ich soll dieses Handy wegtun, deshalb ist es nicht so gut geworden. Also vor uns ein Polizeibulli und es war noch ein Auto da und dahinter waren noch mehrere und es waren noch, weiß ich nicht, gefühlt 30 Motorräder um alle drumherum. Und auch zwischendurch dann immer so Sirene und dann sind die Motorräder vorgefahren, haben die Seitenstreifen blockiert und tatsächlich sind wir dann ja über jede rote Ampel gefahren, jede Vorfahrt, 8. Straße überfahren und ja, so schnell es irgendwie geht zum Flughafen, bloß nicht anhalten. Ich glaube, hier ist auch nochmal, also da sieht man nochmal das zweite Polizeiauto und da fahren links und rechts die Motorräder rum. Es ist so ein bisschen wie so bei so einem Präsidenten. Ich wollte gerade sagen, Staatsbesuch in Lissabon, oder? Ja, genau. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, es steht da im Moment so eine politische Karriere an. Ja. und tatsächlich sind wir dann auch wirklich irgendwann direkt aufs Rollfeld vorgefahren, also da, wo eben auch die Vorfeldfahrzeuge einbiegen und sind direkt vors Flugzeug gefahren, konnten dann mit allem, was wir haben, da einsteigen. Also es gab auch keine Bordtickets. Ich habe bis heute noch irgendwie Probleme, dass so bei den Sachen, wo ich irgendwie meine Rückreise einreichen musste, beweisen, wie ich nach Hause gekommen bin. Teilweise hatten die Leute, weil die keine Zeit mehr hatten, ihr Gepäck abzugeben, wirklich so riesige Rollikoffer so zum Hinterherziehen, also wo so 25 Kilo reingehen oder so mit dabei, haben die einfach auf den Nebensitz gestellt, war alles sehr lustig und ja, dann hat uns die Enter Air, wer kennt sie nicht, tatsächlich da rausgeholt und ich konnte sogar mein riesiges Samba-Kostüm retten, das war ja die ganze Zeit meine größte Sorge, wie ich das mit nach Hause bekomme. Ja, sehr schön.
Und ja, wir sind dann irgendwann spät abends in Frankfurt gelandet und ja, haben dann noch die Nacht am Flughafen verbracht, bis der erste Zug kam und sind dann irgendwann am frühen Morgen tatsächlich wohlbehalten zu Hause angekommen. Ja, und hatte nicht mal eine Sicherheitskontrolle, ne? Du hast eben noch erzählt, du hattest nicht mal, ja, alle Messer an Bord. Das hatte ich auch noch mit dabei. Und ich habe die jetzt gerade so schnell nicht alle gefunden. Also hier noch so ein normales Schweizer Taschenmesser, davon halt noch so ein zweites und noch, ich hatte noch so eine Schere dabei. Und was man als Frau halt so im Handgepäck hat, ne? Ja, also die Sache war, die Sachen wurden uns ja auf dem Schiff abgenommen. Und beim Rausgehen hat man die zurückgekriegt. Da man jetzt aber zwischen Rausgehen und Flugzeug ja einfach abgeschottet war, haben sie Glück gehabt, dass wir so lieb sind. Verrückte Zeiten. Ja, aber schön, dass ihr wieder da seid. Und vielen Dank für diesen dann durchaus wirklich sehr, sehr spannenden Einblick in ja, eine Corona-Rückholaktion. Ja, es war keine staatliche Rückholaktion, also das noch mal mit dazu. Nee, das war jetzt nicht einer von hatte damit nichts zu tun. Nee. Also ich habe tatsächlich mal mit einigen anderen gesprochen, die das gemacht haben, aber da hatten wir zum Glück nichts mit zu tun. Okay. Aber ja, vielleicht finden wir irgendwann jemanden, der von staatlicher Stelle zurückgeholt wurde und werden in Erfahrung bringen, ob man auch da Messer mit an Bord nehmen durfte oder nicht. Und dann werden wir schauen, wie viele schlimme Unfälle es gegeben hat. Und ja. Vielleicht, nein, da wollen wir heute nicht weiter drüber sprechen. Svenja, ich danke dir. Ja, danke. Ich hoffe, es hat uns Spaß gemacht. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Menschen zu Hause auch, die sich diese Videos anschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwann, vielen Dank, wenn ihr irgendwann, ja, wie soll ich sagen, also ich freue mich natürlich, wenn ihr irgendwann wieder reisen dürft und ich würde mich aber gleichzeitig auch freuen, wenn wir irgendwann wieder auf einer Travel Slam Bühne stehen dürfen, dass du nochmal vorbeikommst oder ihr nochmal vorbeikommt und im Samba-Kostüm nochmal von Brasilien erzählst. Das wird nicht nochmal transportiert. Aber es ist ja jetzt schon mal in Dortmund, ne? Ich meine, wir treten auch in Bochum auf. Das kann ja durchaus alles passieren. Ja, mal gucken. Brauche ich mich nicht nochmal. vielen lieben Dank euch. Einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr Fragen habt, es gibt 1000 Fragen, die man die beiden wahrscheinlich noch stellen könnte, den beiden stellen könnte. Unter anderem, worüber wir gar nicht gesprochen haben, zum Beispiel, wie finanziert man denn überhaupt, wenn man 2 Jahre lang irgendwie nur noch unterwegs ist? Geht man da arbeiten oder was macht man? Schreibt uns E-Mails, schreibt hier an worktravelbalance.de, geht auf die Seite, in die Kontakte und ja, stellt eure Fragen. Oder halt hier in die, wie sagt man das so in Neudeutsch, in die Kommis. Sagt man das? Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, gut, zum ersten Mal in meinem Leben YouTube. Svenja, ich danke dir. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.